habe ja schon eine Abschwörung habe ich ja schon, glaube ich, mal mitgemacht. Ja, stimmt, da war ich dabei. Würde ich das einschätzen, kriegen die das hin? Oder ist das eher so ein 50-50-Ding? Die kriegen das hin. Gerade mit, okay. gerade mit mehreren Tempeln, mit mehreren Geweihten. Also Einwohner hat das Ding 2500. Die müssen, es ist zum Glück kein Seedämon, wie das damals in Kunthium der Fall war, wo dann ganz Kunthium von irgendwelchen Seedämonen dann belagert wird, sondern Hisinde, die kommt halt anders. Also Amazeroth wird sicherlich irgendwas aus der Luft schicken oder irgendwas Unsichtbares, irgendwas Getarntes, aber in einem Tempel kann man dagegen vorgehen, auf alle Fälle. Okay, Das sind brutal erfahrene Leute. Sowohl die Boroniten als auch die Bryoniten. Okay, dann würde ich mich auch wieder zum Schiff zurückmachen. Gut. Dann kann sich Boltax seinen Käse aus dem Bart schmieren. Möchtest du noch irgendwelche letzten Dinge mit Nuxolamson das Andrasch klären? Ja, ich würde mich mal umhören, was hier in der letzten Zeit so passiert ist. Also ich würde gerne ein paar Gerüchte aus Hotterleben aufschnappen. Und ich würde natürlich noch mal lang und breit unsere Heldengeschichte erzählen, weil mir auffällt, dass ja offensichtlich nicht so viel an Neuigkeiten hierher dringt. Und dann noch mal erzählen, wie ich den schwarzen Drachen erschlagen habe und wie ich Xeran getötet habe und das aber mir auch sehr hilfreich war dabei. Ja, also hier ist in letzter Zeit ist ja echt viel passiert, muss ich sagen. Also wir hatten hier 1013. Da gab es einen Vorstoß von den Kebi-Truppen. Bis an die Tore ran und Salpikon der Dritte wurde ermordet. Und seitdem sitzt Raphadeon, der Zweite hier. Das ist jetzt kurz im Erst. Er hat jetzt einen Protektionsvertrag mit dem Mittelreich. Mhm. Und der hält die Kemi zurück. Und dann 1018 bis 1026 haben die Kemi die Stadt belagert. Das kommt mir vor, als wäre das gestern. Ja, das ist ja auch quasi gestern gewesen. Ja, haben ganze Straßenzüge verwüstet. Ne? Und dann haben sie aber eingewilligt. Ne? Wegen der schlechten Versorgungslagen sind sie dann zurück und haben dann Frieden mit dem Mittelreich geschlossen. Aber die Kemi, ich sag's dir doch. Naja, dann kam hier aus Haben, kam hier noch eine Flüchtlingsflotte an. Das war 1027 erst. Und 1029 hat sich Haselindian zum Kaiser gekrönt. Und ich weiß nicht genau warum, aber Raphadeon hat sich dann ihm unterstellt. Ja, guter Mann, also, guter Mann. Das sind alles Anhänger von Selindian Hal. Selindian ist ja auch gegen die Drachen. Und das? Ja, ich habe gehört, dass er wohl beim Drachen auf der Schlacht der drei Kaiser war er wohl. Hat gegen zwei Drachen gekämpft. Genau, mit mir zusammen. Ich habe mit Selindian gemeinsam gegen den Drachen gekämpft. Ja, Albrax war auch da, ne? Ja, auf jeden Fall. Oh, Albrax hat so Gutes geleistet. Erzähl mir nochmal den Witz mit dem halben Meter. Ja, also. Und ich erzähle halt nochmal den Witz. Erzähl ihn nochmal, komm, erzähl. Ja. Erzähl. Also, wie nennt man 6 Zwerge auf einem Seil? Halber Meter. Ja, halber Meter! Aber mir, das ist lustig. Ja, habt ihr noch einen von diesen Schnäpsen? Das Mal war doch recht. Nun ja, füllig. So ein Verdauerli. Ja, ich hol dir einen. Ich glaube, ich will nie wieder viel Käse essen. Naja, und dann kurz nach Selindian kam dann der Wahrer nach Ordnung. Dieser Pryonor, der sitzt im Pryos-Tempel 2 Straßen weiter. Ja, den haben wir schon kennengelernt. Der ist aus Droljär geflüchtet. Ja. Hab ich auch gehört. Ja. Wer hat eigentlich die wahre Macht in der Hand? Der Pryos-Tempel oder euer Herrscher? Das ist so ein Dreigespinst, sag ich immer. Ich habe das nicht genau verstanden. Menschliche Politik nervt mich immer so. Aber Pryonor, der Siebte, das ist der eine Wahre der Ordnung. Dann haben wir noch den Hochwürden Solarion. Das ist der mit den dummen Flügeln. Der sitzt seit 3 Jahren da. Also ich würde halt auch 3 Jahre ohne meinen Käse aushalten, aber wer will das schon? Und dann haben wir noch den Fürstprotektor Raphadeon. Ich bin im Übrigen davon überzeugt, dass mit der Lichtnahrung ist hier vollkommener Mumpitz. Ich wette, der nascht heimlich in der Nacht Pryos Blumenkerne. Oder Käse, keine Ahnung. Oder Käse. Na, dann haben wir noch den kaiserlichen Legat, Roderick von Waringhaus. Den gibt's auch noch. Wir haben noch seine Nichte, das ist Rose Rayane. Dieser Legat ist ein Botschafter? Keine Ahnung. Irgendjemand unterstützt wohl auch noch die Droller Puristen. Ich verstehe mich. Gab es noch irgendwie die Fürstin Costa Mana oder sowas? Das ist bei den Horasiern hört's mir auf, Junge. Ja. Ist ja auch nicht tragisch. Die immer mit ihren Spitzentüchern.
aber die Trollerspitze ist schon große Handwerkskunst. Das muss man jetzt ehrlicherweise auch sagen. Na, ich zieh zwergische Kette vor. Ja, natürlich. Nicht zum Tragen, aber so auf dem Tisch. Ein feines Trollertischtuch. Aber ich hatte da mal eins. Na, ich habe hier keine liegen. Naja, also, du musst auch wissen, ich schlafe in meiner Zwergenkette. Wenn ich dann die Schürze ablege, dann ziehe ich mir erstmal die Zwergenkette an und da wird dann geschlafen. Schön auf der harten Steinplatte. Gibt das vernünftig. Steine, beste überhaupt. Recht. Genau. Willst du noch ein bisschen Käsenachschlag haben? Nein, danke. Ich kann ihn doch nochmal warm machen. Oh nein, danke. Ich habe genug, wirklich. Ich war diesen Teller von mir wahrscheinlich noch halb aufgegessen. Ich glaube, Abemir ist gesättigt für heute. Ich glaube, wir müssen los. Kapitän, Abenteuer. Ja, genau. Sind alle wieder an Bord. Was wollen wir denn jetzt hier? Wir sollten gehen, Beutax. Du schaufelst dir den fetten Käse in den Maul, oder was? Beutax, dein ganzer Bart ist verklebt. Das war sehr lecker, muss ich sagen. Was bekommt ihr? Das geht aus Haus. Schön, dass ich mal wieder einen Zwerg getroffen habe. Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank. Alleine die Witze aus den letzten 40 Jahren nachzuholen, das war mir ein inneres Vergnügen. Das kann ich nachvollziehen. Erzähl mir nochmal das mit dem halben Meter. Immer an den halben Meter denken. Erzähl mir den nochmal. Komm, okay. Noch ein letztes Mal. Also, Hasswulf kennt ihr noch nicht. Hasswulf. Ja. Wie nennt man 6 Zwerge auf einem Seil? Keine Ahnung, interessiert mich nicht. Ein halber Meter. Verstehe ich nicht. Habt ihr das verstanden, Hasswulf? Nein, keine Ahnung. Kommt mit jetzt Abenteuer. Ja, besser ist das. Mach's gut, ich muss los. Ich wünsche dir noch was. Ich komme demnächst mal wieder. Garoschem. Ja, so könnt ihr an Bord eurer Drachentöter treten. Und Abemir denkt sich tatsächlich, Hotalem ist die Hölle. Ja, vor allem zwergische Witze sind die Hölle. Ja, dein Kopf brummt auch. Du bist echt froh über diese frische Luft, ne? Nachdem jetzt du die ganze Zeit in Rotbarts Taverne warst, mit diesem vollen, käsigen Essen. Also du platzt auch, ne? Du hast halt währenddessen schon 2-mal dein Gürtelloch erweitert, aber bist du fett geworden. Ja, ich fürchte auch, hier muss wieder trainieren. Vor allem, ich denke immer noch über diesen komischen Witz, ich verstehe ihn wirklich nicht. 6 Zwerge, halber Meter. Halt die Schnauze, fang jetzt ja auch nicht damit an. Ich verstehe es nicht und das ist nicht lustig. Es kommt mit der Zeit. Die Witze werden besser über die Zeit, wie ein guter Wein. Ja, man muss 80 Jahre warten, bis Zwergenwitze lustig sind, oder was? Ja, bis ihr dafür bereit seid. So, was ist das jetzt in Hotalem, oder wie? Wohin geht's jetzt? Zum Vulkan von dir? Ja, zum Vulkan. Wir sollten zuerst nach Brabak. Es ist nur ein Katzensprung. Wir haben dort noch etwas zu erledigen. Na gut, zuerst nach Brabak, dann zum Vulkan. Habt ihr diesen abgerissenen Typ noch einmal gesehen, Haswolf? Von einem abgerissenen Typen weiß ich nichts. Nun, so ein Werber für eine brabakische Armee. Nein, ziemlich merkwürdig. Keine Ahnung. Mich hat der Effa-Tempel hier genervt, deswegen bin ich gleich weggeblieben. Oder seid ihr ja. Na, wie war euer Ausflug? Fantastisch. Ich habe einen anderen Zwerg getroffen. Wir hatten sehr viel Spaß, aber mir hat es unglaublich genossen, muss ich dir sagen. Wir haben unglaublich gutes Essen gegessen und die Zeit ist nun so verflogen bei guter Gesellschaft und schönen Gesprächen und den Zwergenwitzen. Also wenn ihr noch etwas Fettes essen wollt, dort ist die richtige Adresse. Zeigt noch die Taverne. Naja, ich dachte, wir müssen wieder los, oder nicht? Ja, wir sollten gehen, sonst platzen wir noch hier. Ja, du bist sehr schön meditiert, also ich kann den Tempel nur weiterempfehlen. Nun, was ist mit diesem Paktierer? Ist der sorgsam untergebracht? Ja, während ihr gerade an Bord geht, könnt ihr noch hören, wie wohl Lahalkash oben beim Skorpion steht und Diamantis anschreist. Wenn du mich noch einmal Logolash nennst, dann raste ich aus! Logolash. Lange nicht mehr gehört. Was ist denn hier schon wieder los? Naja, wo wir gerade von wichtigen Themen sprechen. Ich heiße Lahalkash! Ja, also er heißt offensichtlich anders und der Paktierer, ich denke, das kriegen die hin, ehrlich gesagt. Gut. Also ich habe mich mal mit denen unterhalten, habe mir mal die Rundergeweihten von denen angeschaut. Sind jetzt keine Chorgeweihten, aber das kriegen die schon hin.
Ach, da seid ihr ja. Ach, Lorgolosch geht mir sowas von auf die Nerven. Aber ihr heißt Lalkalash. Lorgolosch ist eine Zwergenstadt. Naja, war eine Zwergenstadt. Ja. Ich war dort. Naja, ist ja auch egal. Jedenfalls ist sie jetzt versiegelt. Ach, wie auch immer. Ich wünsche euch nicht, dass ihr mit diesem noch einmal jemals arbeiten wollt. Rafim, da du gerade da bist, vielleicht hilfst du mir. Ich muss einen neuen Bogen herstellen. Der alte wird wohl die neue Zugkraft nicht aushalten. Unseres neuen Aals. Vielleicht kannst du mir da unter die Arme greifen. Ja, ich kann dir unter die Arme greifen. Das ist kein Problem, so schwer bist du nicht. Ja. Kapitän, sind wir bereit, aus dieser Stadt abzusegeln? Ja. Hast du uns jetzt Kurs auf Brabak? Ich hätte es ja nicht erwartet, aber das war ein richtig, richtig schöner Tag. So verstanden, Kapitän, Abenteuer. Kapitän, das ist doch nicht euer Ernst. Hey, Kabak, Brabak! Natürlich. Das Römer! Wir haben dort noch etwas zu erledigen. Aber werden wir aber nichts Gutes finden, das ist ein verdammtes Drecksloch. Nun, das ist wohl im Auge des Betrachters. Ich weiß auch nicht, wie die da auf den Anblick bei einer Basaltfaust reagieren. Naja, ich bin ja der Diplomatische hier. Was ist denn so besonders an Brabak? Naja, Diamantis hat schon nicht Unrecht, es ist ein Drecksloch. Nun, es ist eine zivilisierte Stadt am Rande der Welt, richtig. Aber nun, sie hat einige Vorzüge, soll ich es nennen. Eine Mine? Nein. Eine Akademie und nun vermutlich den größten Elfertempel hier im Süden. Ja, aber ich glaube, die haben nicht mal einen Chortempel, wenn ich mich richtig erinnere. Und die ganze Stadt ist umgeben von Sumpf. Ach, ekelhaft dort. Allein von Dschungel. Ja, Dschungel ist ja wohl besser als Sumpf, das wollt ihr jetzt ja wohl nicht diskutieren. Ja, und erst einmal kommen die Plantagen, aber so wie ich gehört habe, muss man einige Schritte vor Brabak vor die Tore setzen, dann schon ist man mitten im Sumpf. Nun, ihr müsst ja diesen Sumpf nicht betreten. Ja, da werdet ihr völlig recht haben, das werden wir lassen. Wahrscheinlich stinkt die ganze Stadt danach. Nun, das war ich zum Zweiten. Ich weiß es nicht. Lasst uns einfach hinfahren und schauen. Ja, aber mir eure Schwarzmagier-Freunde hocken da, wir haben es verstanden. Nun, nicht nur das. Ich hoffe, im Effa-Tempel nun etwas nun in Erfahrung zu bringen über unsere weitere Bestimmung. Es ist also eine Schwarzakademie. Huh. Huh. Nun ja, so könnte man es nennen. Eine Akademie mit einem gewissen Ruf. Aha. Bitte führt aus. Nun ja, die Bewohner dieser Akademie sind etwas, nennen wir es exzentrisch, und pflegen normalerweise keine, nun ja, Bekanntschaften zur Stadt oder zu anderen. Ihr werdet sie kennenlernen. Sie sind eigentlich, manche von ihnen, recht amüsant. Naja, also sind sie komisch und eure Freunde, weil ihr auch komisch seid. Ihr habt einen bereits kennengelernt, Pulbera. Ja, der war komisch. Den kannte ich nicht. Wer war das, Rafim? Dann werdet ihr ihn kennenlernen. Eine wirklich exzentrische Persönlichkeit. Ja, der ist komisch. Da kommt auch die Familie dieser armseligen Gestalt aus dem Hafen her. Karasas. Nun, ich vermute, die Stadt wird wie Al-Anfa von mehreren Familien regiert. Soweit ich weiß, haben die einen König. Nun ja, Al-Anfa hat auch einen König. Wir haben einen Patriarchen. Das wird durch den Rat der Zwölf regiert. Ist Al-Anfa nicht Königreich und unterschied nominell dem Königreich Mirham? Ja, bei mir, da würde ich mir keine Sorgen drum machen. Diese Diskussion wollt ihr nicht führen. Gut, ich wollte es nur einmal aufwerfen. Ihr mögt nicht Unrecht haben, aber die haben sich da immer schon unter den Randen drüber zerworfen und das machte schon keinen Spaß. Nun, ich bin mir nicht sicher, wie die Machtverhältnisse in Brabak geordnet sind, aber was ich hörte, dass sich nun ja diese Familien auch um die Macht streiten und der König ist nur eine Partei. Wir hatten damals einen Imperator zu den guten Zeiten von Val'Honnaq.
Nun ja, nennt ihn, wie ihr wollt. Nennt ihn König, nennt ihn Imperator. Naja, aber König kann ja jeder werden. Ich bin ja auch König. Das ist richtig. So, König ist jetzt ja nichts Besonderes. Nun, lassen wir das. Es ist schon etwas Besonderes, aber gut. Naja, ich bin doch auch König, oder nicht? Nun, euch fehlt es an Insignien und nun einer gewissen Ahnenreihe. Ich denke, das kriegen wir hin mit den Insignien. Naja, und das mit der Ahnenreihe ist doch auch kein Problem. Ich denke, ihr habt keine Familie. Ja, aber ich kann doch eine anfangen. Das ist richtig. Jede Ahnenreihe beginnt ab einem gewissen... Ach nein. Ihr müsst eine Ahnenreihe bereits besitzen. Ihr müsst vor allem eine Frau finden. Und das würde helfen, um eine Ahnenreihe zu beginnen. Naja, dann haben wir jetzt ja eine Aufgabe. Ja, wenn ihr so wollt. Ja. Aber wenn ihr sagt, das ist wichtig, um König zu sein, ich wusste davon ja nichts. Ja, wir suchen dir eine schöne aus. Willst du eine von unserem Stamm oder lieber eine von außerhalb? Naja, ich denke, das sollte man gut überlegen, oder nicht? Was sind eure Präferenzen in der Hinsicht? Naja, sollte mir schon aufs Maul hauen können. Ah, ja. Also jemand aus dem Stamm. Ja, die können mir nicht aufs Maul hauen, Boltag, sonst hätten die mir schon aufs Maul gehauen und wären selber König. Seht ihr mein Problem? Warum ist es wichtig, dass ihr euch, wie ihr sagt, euch aufs Maul haut? Ja, überlegt doch mal. Irgendwann wird mein Sohn oder meine Tochter doch auch König. Richtig? Ja. Naja, und jetzt stell mal vor, meine Frau kann nicht kämpfen und am Ende kann das Kind dann auch nicht kämpfen. Nun, ich denke, es bedarf einer sorgfältigen Ausbildung zum Kampf. Ja, aber schadet auch nicht, 2,50 Meter groß zu sein. Nun, das ist wohl wahr, aber warum, wie soll ich es euch erklären? Es ist nicht zwingend notwendig, dass eure Frau auch 2,50 Meter groß ist, damit euer Sohn oder eure Tochter 2,50 Meter groß ist. Genau, Rafim, wir holen dir einfach eine Riesen, dann wird das Kind noch größer als du. Das ist eine gute Idee. Aber mir, große Eltern kriegen große Kinder, also das heißt mir schon aufgefallen. Und kleine Menschen kriegen kleine Kinder. Bestimmt bei den Zwergen auch so, nicht wahr, Boltax? Ja, wobei wir auf den Begriff klein verzichten. Ja, oder sehr große Zwerge und große Zwerge, besser? Genau, ja, definitiv. Ja, gut. Solltet ihr nicht vielleicht auf, nun ja, die Gebärfähigkeit beachten, ihren Anmut, ihre Schönheit? Ja, das sind natürlich wichtige Faktoren. Nun ist vielleicht wichtiger als, euch aufs Maul hauen zu können. Naja, das Ganze hat schon einen gewissen Charme, das könnt ihr jetzt nicht abstreiten. Also ich würde sagen Gebärfähigkeit und Muskeltonus. Und Charme? Charme. Schaut euch Rafim noch an. Ja, Charme bringe ich doch schon in die Ehe mit, oder nicht? Ja. Nun, wie auch immer, das Wichtigste habt ihr noch vergessen. Ja. Die Liebe. Ja, aber mir darüber mache ich mir jetzt auch gerade am meisten Sorgen. Nun ja, es ist wichtig in einer Ehe. Nun ja, eine gewisse Vertrautheit und... Versteht es so, wenn ihr morgens aufwacht... Müsst ihr als erstes das Bild eurer Frau vor Augen haben. Ist das bei euch so? Natürlich. Ich dachte, Könige heiraten nicht aus Liebe. Ja, das habe ich auch gehört. Ich denke, das ist hier, wie heißt das nochmal, eine politische Heirat? So wie bei Erlan. Der hat bestimmt auch nicht aus Liebe geheiratet. Aber mir, du kennst seine Frau, diese unsympathische. Ja, das ist ein anderes Thema, aber er ist auch nicht besonders glücklich. Er sagt zwar immer, er ist glücklich, aber ich glaube nicht dran. Naja, so wie die Alte ihn anschreit, glaube ich nicht, dass er glücklich ist. Naja, sein Verhalten spricht ja auch Bände. Kaum hat er sie, schließt er sich einer Alvarans-Kommando an, um mit uns Drachen zu bezwingen und ein Jahr der Fluten zu verhindern. Ich denke, er will alles tun, um möglichst von ihr wegzukommen. Seht ihr? Nicht jeder hat so viel Glück wie ich. Ach, Liebe auf dem ersten Blick ist wirklich selten. Ja, der Diamant ist natürlich hier auch mit Abstand der glücklichste Habe mir. Nun, ja, wenn ihr das sagt. Es gibt keinen Augenblick auf diesem Schiff, an dem ich nicht an Raschas Masse denken muss. Oh. Nun ja, das mag wohl sein.
Abenteuer. Ja? So, Kapok hat den Kurs gesetzt und wir segeln wieder weiter. Sehr schön. Aswolf, hast du auch eine Frau in deinem Leben? Die ist untergegangen. Ja, oder hast du eine Ahnenreihe? Nein, 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 Moment. Ich weiß, wie das bei Aswolf ist. Der ist ein alter Seebär und seine einzige Liebe ist die See, nicht wahr? Meine Otter ist untergegangen, hab ich doch gesagt. Glücklicher. Oh. Wie ist denn die Glückliche? Die Seeadler. Ganz nach Feliasson. Eure Frau hieß die Seeadler? Und meine Liebe hieß die Seeadler. Dein Schiff, Kapitän. Moment, war das Schiff von Sanin? Nein, das ist die Seeadler von Bailong. Dann gibt's noch die Seeadler von, ich hab keine Ahnung. Ach, die Seeadler war das Schiff von Feliasson. Aswolf. Ich hab eine eigene Seeadler. Hast du Boltax noch nicht die Geschichte von Feliasson erzählt? Nein, ich kenne die Geschichte nicht. Ist besser als die Geschichte der Armbrustmann. Nein, also es begann alles an einem kalten Abend im Sinde 1007. Mhm. Ja. Muss dir vorstellen, ja, Winter, Met. Ich erinnere schön, mich. Schön gekocht. Das war wirklich ein sehr kalter Winter. Ja, ja, genau, richtig, richtig. Mhm. Wir hatten gerade die Sinde Dispute, heißen die so bei uns, also diese Magiertreffen, die waren gerade in Torwahl. Und okay, alle Leute waren da und die Tavernen waren gefüllt und der Met floss in Strömen. Und dabei gab es sich, dass zwei Leute sich richtig eins auf die Schnauze hauen wollten, ne? Angeben, ne? Sagen und Legenden, und dann hat man halt angefangen zu erzählen. Und dann hieß es aber, ja, nee, hier, zu den Sinneboten wird sich nicht geschlagen, man kann sich zwar duellieren und streiten, aber jetzt aus! Wenn ihr meint, dass ihr die verdammt nochmal besten Seefahrer Aventurien seid, dann beweist es! Und daraufhin wurden Beorn und Feliasson um die Welt geschickt. Und Beorn, den Namen kenne ich von irgendwoher. Beorn der Blende. Ja, ja, man kennt seine Geschichten. Er ist verschwunden. Niemand weiß, wo er ist. Ich habe... Aber offensichtlich hat er es nicht geschafft. Also, vielleicht irgendwo, nicht, sonst hat er sich gemeldet. Irgendwo verbinde ich irgendwas mit dem Namen, aber von dieser Sage habe ich noch nie gehört. Was war das noch mit Beorn? Und wo ist hier für Feliasson jetzt? Feliasson im Güldenland. Es, darum ging es ja allen langsam in dem Streit. Sie haben sich darüber unterhalten, welche Kreaturen und Monster im Güldenland alle sind. Und Feliasson war ja schon da. Und deswegen wusste er einfach, welche Sachen schon da waren. Und Beorn behauptete das halt auch. Aber er, die Kreaturen, die Feliasson gesehen hat, die hat er nicht gesehen. Und andersrum. Und deswegen kam es zu diesem Streit. Und der eine sprach von Knotenteppichen und riesigen Würmern, die mehrere hundert Meter lang sind, auf denen man reiten kann in der Wüste. Der andere sprach von Kreaturen mit sechs Armen, die nett sind. Andere sprachen von Gräuben, aber die gibt's ja auch hier. Nicht mehr viele, aber ein paar gibt's wohl noch im Orkland. Ja, und wie gesagt, dieser Streit eskalierte irgendwann und dann, naja, sagte unsere Hetfrau, dass die das jetzt in einem scheiß Seefahrtsduell klären müssen. Aber sie dürfen ihre ursprünglichen Mannschaften nicht mitnehmen. Sondern sie müssen sich neue suchen. Das war ja das Clevere daran. Beorn hat gesagt, alles, was kein Torwaler ist, kommt nicht mit. Na, also, selbst die Torwaler aus Torwal waren ihm nicht torwalsch genug. Der wollte alles so nördlich haben wie möglich. Aber keine Fjarninger und Jalsker, weil die können nicht seefahren. Also Prema? Prem ist ja schon eher so torwalsch. Nee, alle, die so aus Olport sind, so die harte Riege, sag ich mal. Die fahren bei Schnee und Eis, weißt du? Ein guter Torwalerwitz. Es ist erst kalt, wenn die Pinguine tot am Boden liegen. Oh, weißt du? Was sind Pinguine? Pinguine, es sind Vögel, aber die können nicht fliegen. Aber sind es dann Vögel, wenn sie nicht fliegen können? Er kratzt sich am Kopf, keine Ahnung, Mann. Ich habe das nie verstanden. Vögel müssen eigentlich fliegen können, aber... Ich vermute so etwas wie Strauße, die können auch nicht fliegen. Dann sind es keine Vögel, das macht doch gar keinen Sinn. Ein Strauß, ein Vogel. Ach so, Eder. Wie... Also flugunfähige Vögel, kann man sagen. Sowas gibt's doch gar nicht. Vögel können per Definition fliegen. Das ist die Definition für einen Vogel. Ihr habt doch Strauße gesehen in Torgern. Das waren keine Vögel, das waren Strauße. Die Definition von einem Vogel ist, fliegen können. So ist ein Pinguin kein Vogel. Die Definition für harte Otajasko-Krieger aus Olport oder Olafjord, wie sie sich früher nannten, ist halt, wenn... Die sind halt noch bei Schnee und Eis oben ohne Mann. Und Beorn hat die halt einfach rekrutiert. Ja, das ist ja nett von ihm. Er war halt als erstes im ewigen Eis. Hat ihm gut getan. Hm. Und dann mussten die Kopfschwänzler fangen.
Was ist dein ein Kopfschwänzler? Riesige Kreaturen. 5 Meter hoch. Sie haben einen Schwanz im Gesicht. Stoßzähne. Aha. Kopfschwänzler. Wie ein Elefant. Wie ein Elefant, aber größer. Aha. Und haariger.